der Silvesternacht passiert ist. Das ist völlig inakzeptabel. Das sind widerwärtige kriminelle Taten, die auch ein Staat nicht hinnehmen wird, auch Deutschland nicht hinnehmen wird. Deshalb wird jetzt ja auch mit Hochdruck aufgeklärt seitens der zuständigen Institutionen. Und diese Aufklärung muss unterstützt werden. Das Gefühl von Frauen in diesem Fall, sich völlig schutzlos ausgeliefert zu fühlen, ist auch für mich persönlich unerträglich. Und deshalb ist es wichtig, dass alles, was dort geschehen ist, auf den Tisch kommt. Es ist richtig und gut, dass es jetzt sehr, sehr viele Anzeigen gibt und dass auch die Polizei all diesen Dingen nachgeht. Und natürlich ergeben sich aus dem, was da passiert ist, einige sehr ernsthafte Fragen, die über Köln hinausgehen. Es gibt Fragen danach, gibt es Verbindungen, gibt es gemeinsame Verhaltensmuster, gibt es in Teilen von Gruppen auch so etwas wie Frauenverachtung. Und wir müssen dem mit aller Entschiedenheit entgegentreten. Denn ich glaube nicht, dass es nur Einzelfälle sind. Und die Bürgerinnen und Bürger haben das Recht. Und wir haben als staatliche Institution die Pflicht, die richtigen Antworten darauf zu geben. Und wenn es rechtlicher Änderungen bedarf oder wenn es größerer Polizeipräsenz bedarf, ich will vielleicht daran erinnern, dass wir ja erhebliche Aufstockungen auch im Etat des Bundesinnenministers vorgenommen haben, 4.000 mehr Bundespolizisten, dann sind das die notwendigen Antworten. Aber wir müssen auch über die Grundlagen unseres kulturellen Zusammenlebens in Deutschland immer und immer wieder sprechen. Und was die Menschen mit Recht erwarten, ist, dass diesen Worten dann auch Taten folgen. Und da muss eben auch immer wieder überprüft werden, ob wir, was Ausreisenotwendigkeiten anbelangt oder Ausweisungen aus Deutschland, schon alles getan haben, was notwendig ist, um hier auch klare Zeichen zu setzen an diejenigen, die nicht gewillt sind, unsere Rechtsordnung einzuhalten.